Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Münchner Medizin-Talk. Heute aus dem Jägerwinkel hier am schönen Tegernsee. Ja, Schlaganfall ist heute das Thema. Ja, es ist die dritthäufigste Todesursache. Und wie gesagt, Schlaganfall ist ein Thema, das wir heute besprechen wollen mit Professor Dr. Dr. Fuchs. Sie sind Neurologe und mit dem bekannten Dr. Martin Marjanovic. Sagen Sie doch mal ein bisschen was zum Thema Schlaganfall. Ja, Schlaganfall, was versteht man vielleicht primär darunter? Die Definition, ein Schlaganfall ist ein von den hirnversorgenden Gefäßen oder dem Herzen ausgehendes akutes Ereignis des Gehirns mit lokalisationsbezogenen Symptomen. Unter dem Begriff Schlaganfall werden allerdings mehrere Krankheitsbilder zusammengefasst, die gemeinsam plötzlich auftretende regionale Hirnstörungen aufweisen, teilweise verbunden auch mit Bewusstseinsstörungen, teilweise auch mit Kopfschmerzen. Unter diesen verschiedenen Krankheitsbildern sind mit 80% die größte Gruppe die Minderdurchblutungen des Gehirnes. Es folgen dann mit etwa 10% Einblutungen, hochdruckbedingte Einblutungen, die in der Regel etwas dramatischer noch ablaufen als der Schlaganfall an sich. Davon abzugrenzen sind mit 4% die sogenannten subarachnoidalblutungen. Das sind Einblutungen aus säckchenförmigen Erweiterungen der Hirnarterien unter die Spindgewebshaut der Hirnhöhlen. Und es bleiben noch so etwa 6% für verschiedene Ursachen, beispielsweise von Thrombosen der Hirnvenen ausgehende Infarkte, die auch zu Einblutungen neigen, oder entzündliche oder immunologische Gefäßerkrankungen. Die größte Gruppe, die der arteriellen Hirninfarkte hat, wiederum auch verschiedene Entstehungsmechanismen, deren gemeinsamer Faktor ist, dass in einem bestimmten Hirnareal die Durchblutungsgröße unter einen kritischen Wert sinkt, was dann eine Kaskade von Folgenreaktionen auslöst. Zuerst kommt es zu einer reinen Funktionsstörung der Nervenzellen. Dann tritt die sogenannte Schrankenstörung ein. Das heißt, die Hirngefäße, die Arterien sind gegenüber dem Hirngewebe nicht mehr abgedichtet. Es kommt zum Übertritt von Flüssigkeit aus der Hirnarterie in das Hirngewebe, dem sogenannten Hirnödem, also eine Hirnschwellung. Wenn dann keine genügenden Reparationsmechanismen einsetzen, dann kommt es im Infarktkern zum Zelluntergang, der sogenannten Nekrose. Und das ist der Hintergrund für bleibende Schädigungen. Dr. Marjanovic, Sie haben in Ihrem Marjanovic Medical Zentrum, haben Sie ja sehr intensiv diese unterschiedlichen Ärzte, also Neurologie, dann haben Sie Kardiologie, dann haben Sie natürlich Magen-Darm, dann haben Sie den Rücken. Wieso haben Sie das so gestaltet? Ja, weil wir einfach alle vital wichtigen Fachrichtungen im Haus haben wollen, die ineinander greifen. Und ganz abgesehen vom Schlaganfall ist natürlich auch die Neurologie für die Orthopädie, also gerade wenn man an der Wirbelsäule arbeitet, mit den ganzen Nerven, die ja betroffen sind, ist das der wichtigste Diagnostiker. Wichtiger ist das Bild, das wir zwar auch haben, aber das Bild kann nie sagen, wie es den Nerven wirklich geht. Das kann natürlich nur der Neurologe. Deswegen, glaube ich, reden wir jeden Tag x-mal miteinander über die Patienten, gemeinsam mit den Patienten. Und natürlich gehört heute Kardiologie und Gastroenterologie, wenn man Vorsorge betreiben will, mit der Neurologie zusammen, sind es einfach die Basiswissenschaften mit der Bildgebung, und die haben wir im Haus. Und natürlich alles in einem Haus, also der Patient muss nicht da wieder hin und dort wieder hin. Herr Professor Fuchs, eine der Volkskrankheiten in Deutschland, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, ist der Bluthochdruck. Manchmal weiß man ja gar nicht, wo der herkommt. Und manchmal weiß man sehr wohl, wo er herkommt. Übergewicht, zu viel Alkohol, Stress etc. Aber Bluthochdruck ist ja so eine Zeitbombe in uns Menschen, wenn wir ihn haben. Inwieweit spielt der Bluthochdruck zum Thema Gehirnschlag eine Rolle? Der erhöhte Blutdruck stellt mit großem Abstand den wichtigsten Gefäßrisikofaktor dar.
Und es ist in Deutschland ebenso wie in den anderen westlichen Populationen das Gleiche. Nur ist Deutschland, was den Bluthochdruck betrifft, weltweit führend, muss ich sagen. Also diese negative Goldmedaille haben wir. Leider 55% der Männer und 47,5% der Frauen haben hier erhöhte Blutdruckwerte. Bitte? Ist das tatsächlich so? Wir haben erhöhte Blutdruckwerte und es ist bei den 15- bis 30-Jährigen so, dass der bei 25% und bei den über 45-Jährigen bei etwa der Hälfte nicht bekannt ist und nicht behandelt wird. Und auch unter den Schlaganfallpatienten haben 75% erhöhte Blutdruckwerte, die vorher nicht regelmäßig gemessen würden und natürlich keine entsprechenden Therapie damit zugeführt wurden. Und wir wissen jetzt mittlerweile auch, dass der obere Blutdruckwert, der systolische Blutdruckwert, die gleiche Bedeutung hat wie der diastolische, der untere Blutdruckwert. Früher hat man immer das Augenmerk auf den diastolischen Blutdruckwert. Also der untere. Und so kommt es wahrscheinlich historisch auch, dass bei uns im Land nicht einmal 25% der systolischen Blutdruckwerte und knapp 5% der diastolischen Blutdruckwerte adäquat behandelt sind. Herr Professor, jetzt kommen zu Ihnen Patienten, die sagen, also ich habe mal so ein bisschen ein doppeltes Bild, ich sehe was zweifach, ich habe vielleicht so ein bisschen Kribbeln im Arm, manchmal bleibt mir die Zunge hängen, könnten das erste Anzeichen sein, dass da was nicht stimmt, Richtung Gehirn? Das können Anzeichen eines Schlaganfall es sein, sogenannte Vorzeichen auch, die wir mit dem Begriff transitorisch ischämische Attacke bezeichnen, abgekürzt TIA. Das muss man sehr ernst nehmen und sofort von anderen möglichen Störungen abgrenzen. Wenn man letztendlich aber zu der Entscheidung kommt, dass es eine sogenannte transitorisch ischämische Attacke war, dann sollte der Patient sofort in ein Krankenhaus mit Stroke Unit eingewiesen werden. Eine Schlaganfall-Spezialstation, die etwa eingerichtet ist wie eine spezialisierte Intermediate Care Station. Gibt es in München insgesamt 5, mehrere in den angrenzenden Landkreisen noch. In Deutschland weit über 200 sind es mittlerweile. Und da ist deshalb eilig geboten, weil nach einer TIA in mehr als 10% innerhalb der nächsten Tage ein manifester Schlaganfall eintritt. Und sollte man versuchen zu verhindern. Nun haben Sie ja, Herr Dr. Marjanovic, in Ihrem Hause die ganze Radiologie. Inwieweit werden da auch Untersuchungen am Kopf gemacht? Natürlich, bei Indikationsstellung, selbstverständlich. Wir machen die gesamte Palette der ganzen neurologischen Radiologie, der Neuroradiologie, von Risiken für Schlaganfälle über entzündliche Erkrankungen des Gehirns, die ganze Tumordiagnostik, die ganze Gefäßdiagnostik, das gehört heute zu einer modernen Medizin dazu und wir haben das in der vollen Ausstattung. Das heißt, wenn es Risiken gibt, wenn es Symptome gibt, beim Professor Fuchs haben wir alle Möglichkeiten, inklusive auch der kardiologischen Weiterbehandlung, gerade wenn es jetzt auch um Bluthochdruck geht. Ich meine, Schlaganfall ist ja eine Lifestyle-Erkrankung. Das hört sich jetzt so sehr nonchalant an, aber es ist einfach so. Sie ist vergesellschaftet mit als Risikofaktoren, mit lauter Faktoren, die mit unserem gesunden oder ungesunden Leben zusammenhängen. Ich meine, Nummer eins ist natürlich der Bluthochdruck, aber dann kommt der Diabetes, dann kommt das Rauchen, dann kommt das Übergewicht. Alkohol, Harnsäure, auch natürlich auch wieder vergesellschaftet mit zu viel Fleischkonsum. Und dann, was das Schlimmste ist, ist der Bewegungsmangel. Und man darf ja nicht vergessen, dass heute der Deutsche im Durchschnitt 7,5 Stunden am Tag sitzt und sich nicht bewegt. Das ist nicht nur der Arbeitswelt geschuldet, natürlich auch der Arbeitswelt geschuldet, aber es ist auch unserem Freizeitverhalten geschuldet. Das heißt, dass man sich danach nochmal auf die Couch legt und sich wieder nicht bewegt, ist auch einer der Faktoren, warum es zu immer mehr Schlaganfällen kommt.
Und wenn man sich überlegt, wie die Gewichtsentwicklung ist, gerade bei Jugendlichen, die also explodiert. Und bei den 6- bis 12-Jährigen hat nur noch die Hälfte der Kinder ausreichend sportliche oder Bewegungsaktivitäten. Das heißt, da rollt eine Riesenwelle auf uns zu. Und müssen wir einfach dagegen steuern. Professor Fuchs, kann man sagen, dass der Schlaganfall eine Krankheit ist, die eben so im mittleren Lebensalter auftritt? Oder ist es eher im dritten Drittel des Lebens? Die Hauptzahl tritt im dritten Drittel des Lebens auf. Und es gibt aber auch schon bei den 20- bis 45-jährigen Schlaganfall, da ist die Ursache häufig eine andere. Diese Altersgruppe hat mehr Hirnembolien, die von angeborenen Herzfehlern ausgeht, oder es gibt die sogenannten Intimadissektionen, das sind Einrisse der Gefäßinnenschicht bei einer gewissen Kraftanstrengung oder wenn man den Kopf zu rasch bewegt, aber auch spontan. Da gibt es auch eine genetische Veranlagung dazu. Da kommt es dann zu einer Verlegung des Lumens der Arterie und zum Hirninfarkt, und dann gibt es so mitunter so kleine Hirninfarkte im Rahmen einer komplizierten Migräne. Beim älteren Patienten im dritten Drittel des Lebens ist die Ursache doch meistens eine andere. Nummer eins sind eigentlich Ereignisse, embolische Ereignisse, die vom Herzen allem voran bei Vorhofflimmern auftreten, aber auch von Herzklappenverengungen ausgehen können oder von arteriosklerotischen Verengungen an den Hauptschlagadern. Dass sich was löst. An den Halsschlagadern oder auch an den Hirnarterien. Oder es kann auch von längerstreckigen Verengungen der kleinen Hirnarterien im Marklager des Großhirns oder des Hirnstammes ausgehen. Nun, Herr Professor Fuchs, ist es ja so, dass ein Schlaganfall, wenn er dann eintritt, manchmal eben den Menschen einfach wahnsinnig einschränkt. Natürlich auch die Lebenspartner. Also es ist von einem Schlag auf den anderen, kann man sagen, ist plötzlich etwas passiert, wo man sagt, der Mensch plötzlich kann er nicht mehr sprechen oder er muss wieder sprechen lernen, er muss wieder gehen lernen. Drum, wie wichtig ist es eben einfach auch Vorbeugung? Sagen Sie doch mal dazu was. Wie kann man denn einfach dem vorbeugen? Man muss bei der Vorbeugung zwischen der sogenannten Primärprävention und der Sekundärprävention unterscheiden. Primärprävention heißt überhaupt verhindern, dass ein Schlaganfall auftritt. Sekundärprävention heißt eine Wiederholung, ein sogenanntes Rezidiv zu verhindern. Diese Rezidivrate ist mit 8-15% im ersten Jahr nach einem Schlaganfall recht hoch und besonders hoch in den ersten 14 Tagen. Und das ist die Primärprävention, und die sind verschiedene Score-Systeme entwickelt worden, um das Risiko zu erfassen, und einer davon wegen seiner einfachen Handhabung viel gebraucht ist der Essener Risikoscore. In dem werden in einem Punktesystem neben dem Alter die Gefäßrisikofaktoren, also hoher Blutdruck, Zucker und so weiter, wie es der Kollege Marjanovic gerade aufgezählt hat, erfasst, und frühe arterielle Erkrankungen mit steigender Punktzahl steigt dann auch das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Von ärztlicher Seite bedeutet Primärprävention einmal die medikamentöse Behandlung der Gefäßrisikofaktoren, also des hohen Blutdrucks, des Zuckers, der Cholesterinerhöhung, der Harnsäureerhöhung. Und bei bekannten Emboliequellen vom Herzen wird dann in der Regel eine gerinnungshemmende Therapie durchgeführt. Bei Veränderungen an den Gefäßen im Regelfall eine Behandlung mit den sogenannten Plättchenhämmern. Der Hauptvertreter davon ist das ASS 100 oder die Acetylsalicylsäure. Und genauso muss natürlich auf den Patienten eingewirkt werden, dass er so seinen Lebensstil etwas ändert, dass er gegebenenfalls Gewicht reduziert nach entsprechender diätetischer Beratung, dass er das Rauchen einstellt, dass er den erhöhten Alkoholkonsum einstellt, dass er den Bewegungsmangel fördert. Weiterhin muss darauf geachtet werden, ob ein sogenanntes Schlafapnoe-Syndrom vorliegt. Was ist das? Das ist
ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom, das macht sich in der Regel im Schlaf bemerkbar durch Schnarchen oder auch durch Atempausen während des Schlafes. Diese Patienten müssen unbedingt einer differenzierten Schlafdiagnostik zugeführt werden, weil allein hierdurch das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, um das 2- bis 3-fache ansteigt. Mhm. Aber Schnarchen und tun ja viele Menschen. Ja. Schon viele Menschen, das ist aber meistens schon bedeutungsvoll und insbesondere, wenn von Schlafpartnern gesagt wird, da treten auch Atempausen auf oder es kommt so Bewegungsunruhe in den Beinen, der Patient schlägt im Schlaf mit den Beinen um sich, das sind so Hinweise darauf, dass so ein Schlafapnoe-Syndrom vorliegt und das sollte abgeklärt werden und entsprechend dann auch behandelt werden. Das machen wir auch bei uns im Haus, also wir haben einen Schlafdiagnostiker. Die Ausbildung zum Schlafmediziner ist eine relativ aufwendige. Wird überwiegend sind es Neurologen, wenn man dann verkabelt, die sich dann auch oder so. Ja, es ist heute ist das keine so große Geschichte mehr. Früher musste man natürlich gleich ins große Schlaflabor mit den ganzen Geräten. Heute mit dem Internet wird die erste Nacht mit einem kleinen Kästchen gemacht. Das kann er zu Hause, der Patient schläft zu Hause, es wird eine Auswertung gemacht, das ist eine. Und falls es Verdachtsmomente gibt, erfolgt eine Polysomnographie. Das ist eine Aufzeichnung von ganz vielen Funktionen im Schlaf, die auch zu Hause, da kommt jemand, legt es im Haus des Betroffenen an. Und es wird übers Internet werden die Daten, da ist die Atmung dabei, da ist der Puls, der Blutdruck, die Beinbewegungen, die Augenbewegungen, die Gehirnströme werden da gemessen. Und wenn da wirklich Verdachtsmomente vorliegen, gerade für so eine Schlafapnoe, dann muss man eventuell auch noch mal ins richtige Schlaflabor. Aber das geht heute alles sehr einfach. Auch zu Hause ist nicht mehr so aufwendig wie früher. Gehört heute zu einer guten Diagnostik dazu. Aber wenn ich jetzt gerade noch mal sagen darf, wir reden ja schon immer von Behandlungen von Menschen, wo es erkannt ist. Das Fatale ist ja, dass bei 50% der Betroffenen ja gar nicht bekannt ist, dass sie einen Bluthochdruck haben. Und 25% der Betroffenen, sagt man, sind einer echten Bluthochdrucktherapie, einer suffizienten, einer wirkenden zugefügt. Das heißt, ganz viele wissen noch überhaupt nichts davon. Und deswegen sage ich auch immer, man muss dann einfach zur Vorsorge gehen und muss auch mal, auch wenn man jung ist, Sie haben ja gehört, wie viele junge Menschen vom Bluthochdruck betroffen sind. Die laufen damit rum, wissen es nicht, weil sie einfach nicht mal zur ersten Untersuchung gehen. Und erst wenn man es auch erkannt hat, kann man auch wirklich auf hohem Niveau entgegenwirken. Professor Fuchs, wenn jetzt nun ein Gehirnschlag eintritt, dann ist natürlich Zeit ein Riesenthema. Also das heißt, man muss möglichst ganz, ganz schnell in eine Stroke-Unit kommen, ja, weil jede Minute zählt da. Also in dem Fall 112 wählen. Ja. Die 112 wählen und ohne Zwischenschaltung anderer Instanzen sich vom Notarzt in das nächstgelegene Krankenhaus mit Stroke-Unit bringen lassen. Und auch dort ist dann natürlich die Sache noch nicht gerettet, sondern das weitere Prozedere muss am Schnürchen ablaufen. Also die Krankenhauslogistik muss es nach derzeitigen Maßstäben ermöglichen, dass der Schlaganfallpatient innerhalb von 20 Minuten im CT liegt und das innerhalb von maximal 30 Minuten nach dem Motto Time is Brain, wenn eine entsprechende Indikation vorliegt, eine entsprechende Indikation vorliegt, dass dann eine sogenannte Lysetherapie, also eine gerinnselauflösende Therapie, durchgeführt wird. Diese Therapie wird meistens über die Vene durchgeführt und ist eben an ein bestimmtes Zeitraster gebunden. Initial meinte man, das Blutungsrisiko sei nur bis etwa 3 Stunden kalkulierbar. Mittlerweile weiß man aber, dass es auch bis zu 6 Stunden noch vertretbar ist. Allerdings ist
ist die Wirksamkeit dieser Lysetherapie nur in den ersten 90 Minuten wirklich gut und das Herauskommen der Patienten aus der Situation dreimal besser als ohne die Lysetherapie. Danach lässt der Erfolg relativ rasch nach. Es ist also keine Rechtfertigung für Slow-Go im Krankenhaus, sondern das muss wie am Schnürchen. Und ich meine, die Stroke Units, also ich habe ja auch schon mal eine Sendung gemacht, die sind wirklich organisiert. Also das muss sein. Die müssen auch vernetzt sein, sonst können sie nicht arbeiten. Die müssen schon in der Prähospitalphase natürlich mit den Rettungsdiensten vernetzt sein. Im Haus müssen sie mit der Radiologie und mit der Nothilfe vernetzt sein. Und das Krankenhaus, was eine Stroke Unit betreibt, sollte auch einen direkten Kooperationspartner, am besten im Haus natürlich, in der Neurochirurgie, in der Gefäßchirurgie, aber auch mit Reha-Einrichtungen oder mit sozialen Diensten haben. Und die Effektivität der Stroke Units in Deutschland, denke ich, kann sich sehen lassen. Die Zahl der Todesfälle am Schlaganfall und die Zahl der schweren bleibenden Behinderungen ist, seitdem es diese Einrichtungen gibt, um 20% zurückgegangen. Und nach 5 oder 10 Jahren hat die doppelte Anzahl der Schlaganfallpatienten ein selbstständiges Leben im Vergleich zu früher. Man muss gerechterweise sagen, dass natürlich auch der übrige medizinische Standard besser geworden ist. Auch die internistische Basistherapie ist ganz wichtig, weil lysiert werden ja nur etwa 10% der Schlaganfallpatienten. Aber die Erfolge sind insgesamt besser geworden. Eine große Rolle spielt auch die internistische Basistherapie, das heißt Stabilisierung von Atmung und Kreislauf, exakte Einstellung des Blutdruckes und die Prävention von Infekten, weil durch die Zytokinüberschüttung des Körpers diese 4 Faktoren den Verlauf eines Schlaganfalls erheblich negativ beeinflussen können. Nun arbeiten Sie ja zusammen mit Ihrer Kollegin, mit Dr. Barbara Richards, die ja Kardiologin ist. Das hängt ja schon alles zusammen, also Kardiologie und Kopf, beschreiben Sie das mal. Sehr richtig, ja. Das ist eine Kooperation, die natürlich sehr wirkungsvoll ist und bei entsprechendem kompetenten Hintergrund natürlich auch sehr viel Spaß macht. Und die vertikale Schichtung im Marjanovic-Zentrum ist, denke ich, vorbildlich, dass wir für viele Krankheitsbilder alles vor Ort haben. Also in der Neuro- und auch der Austausch, also dass man auch wirklich im Haus das Ganze wirklich bespricht und eben einfach sagt, uns liegt die Gesundung des Patienten, liegt uns am Herzen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben kurze Wege. Wir können die direkte verbale Kommunikation pflegen. Wir müssen keine E-Mails rund um den Globus schicken, nach Singapur schicken, sondern wir brauchen nur quasi in den Raum nebenan zu gehen und uns auszutauschen. Herr Professor, sind Sie doch so mal nett und sprechen Sie doch mal in die Kamera, vielleicht auch zu unseren Zuschauern, warum es so wichtig ist, gewisse Symptome, ja, gerade im dritten Drittel des Lebens, auf die zu achten. Welche Symptome sind denn das? Also wo man sagt, das könnte irgendetwas sein, wo, ja, einfach. Also die Vorsymptome, die transitorisch ischämischen Attacken sind die gleichen Symptome, wie dann beim manifesten Schlaganfall aus, bloß dass sie definitionsgemäß innerhalb von 24 Stunden wieder zurückgebildet werden. Das ist dann gefährlich, wenn man sagt, also, das war ja nichts. In absteigender Häufigkeit sind es so Lähmungen oder sensible Halbseitenstörungen, Sprachstörungen, die sowohl die Wortfindung als auch das Wortverständnis betreffen. Dann Sprechstörungen differenzieren wir dazu, also eine unartikulierte oder stimmlose Sprache, Doppelbilder, Gesichtsfeldausfälle, Drehschwindel beispielsweise oder Gangstörungen. Das sind so die häufigsten Symptome. Gibt es da ein Zeitfenster, wo man sagt, da ist der Schlaganfall gefährlich, tritt der eher nachts auf oder tritt der auf zu ganz unterschiedlichen? Es ist eine gewisse tageszeitliche Bindung da. Die meisten Schlaganfälle treten in der zweiten Hälfte der Nacht an. Das heißt, es ist sehr häufig und die meisten Zugänge auf der Stroke Unit sind am frühen Morgen. Da spielt schon der nächtliche Blutdruckabfall auch eine Rolle. Und der macht sich dann vor allem bemerkbar, wenn man in dem Gehirn vorgeschalteten Gefäßen eine Verengung hat zum Beispiel. Dann wirkt sich schon der nächtliche Blutdruckabfall nachhaltig ab und kann dann zu einem Schlaganfall führen.
Herr Professor Fuchs, das waren wirklich interessante Informationen. Ich denke, das hat unseren Zuschauern sicherlich mal auch was zum Denken mitgegeben, denn das Wichtigste, was wir haben, ist unsere Gesundheit. Und wir haben gelernt, und ich glaube, Dr. Marjanovic, das können Sie auch aus Ihrer Klinik immer wieder sagen, Vorsorge ist wichtig, auch mal ein Check-up zu machen. Ja. Absolut, und nicht zu spät. Weil die Zentrale des Menschen sitzt ja auch im Kopf und da ist der Neurologe gefordert. Vielen herzlichen Dank für das interessante Thema. Liebe Zuschauer, was ich gelernt habe, ist, Blutdruck ist eine Volkskrankheit. Also man spürt ihn nicht, wenn er hoch ist. Also ab und zu Blutdruck messen ist nicht verkehrt und gehen Sie zum Check-up. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Medizintalk und bis dahin noch einen schönen Tag.